Überlegen, was brauchen wir denn alles? Hiervon brauchen wir erstmal nichts. Mit dir nicht in Ordnung. Du hässlicher Nachbar. So. Ewig diese Nachbarn, ey. Hiervon können wir auch nichts gebrauchen. Man könnte vielleicht mal so ein Viertel, obwohl Viertel könnte ein bisschen wenig sein. Mal so einen halben Stack Glowstone mitnehmen. Die Seelaternen nicht, die brauchen wir noch. Ist auch nichts drin. Ich glaube, wir sollten erstmal doch noch warten. So, dann zeige ich euch jetzt einmal was. Machen wir die beiden für Slash Warp End. Auf dem Server ist es dann halt hier so. So. Das sind die Enderfestungen. Ja, habt ihr eh alle schon gesehen. Genau, die hier ist gut. Hallo. Geht doch. Jetzt einfach mal alle Endermen anglotzen, die ihr so seht. Ja, gut, könnte auch gerne ein paar mehr sein. Und dann einfach nur hinstellen und die ganze Zeit wie so einen Bekloppten da drauf prügeln. Dann ich euch an eine andere Stelle wieder besser. So geht der Schwertskill hoch. Da sind noch zwei. So, waren alle. Ich hatte hier hinten einen ziemlich nicen Spot. Muss ich mal gucken. Also der Spot an sich ist noch da, gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß halt nur nicht, ob da noch so viele Endermen spawnen wie letztes Mal. Da drüben der, weil das war echt. Das Ding hier war echt mega Porno. Ja, natürlich jetzt gerade nicht. Obwohl so ein paar. So ein paar haben wir hier dann auch, das ist gut. Dann gucken wir da mal noch ein paar an. In der Hoffnung, dass da noch welche kommen. So. Wir sollten erstmal noch mal schnell was essen. Und das Ganze geht dann mit der Axt. Dass man dann hier so seinen Axt-Skill hoch macht. Hat nichts mit dem Baumfäller-Skill zu tun. Sondern einfach nur der Axt-Skill, damit man diesen Schädelspeicher länger hat. Ach, da steht noch einer. Und zudem geht das auch. Wenn man denn hier ein paar angeguckt kriegt. Einfach nur mit der bloßen Hand. Funktioniert auch. So geht der unbewaffnet Skill hoch. Müsste, glaube ich, auch mit einem Bogen funktionieren.
Hebt euch einen Bogen mit, einen Pfeil, also einen Bogen mit Unendlichkeit, einen Pfeil und dann einfach hier alles wegsnipen, was sich hier bewegt. So. So viel zu dem Thema. Hier geht das also auch. So kann man sich dann schön Enderperlen und so zurechtfarmen. Läuft. So, dann nehme ich aber hier mal die Frische mit. Zap, zap. Ist ja gerade Tag. Und dann begeben wir uns jetzt mal grob in die Richtung. Ich will nicht brennen. Komm mit. Du darfst mitkommen. So. Müssen wir noch mal fix was essen. So, das könnte man noch tun, weil da haben wir ja auch noch so ein bisschen. So, und wenn man dann sagt, ui, man würde einfach hier noch so fertig machen und ja, dann halt hier auch so zubauen. Aber erstmal, dass man dann sagt, man macht hier noch weiter. So. So, dann hätte man hier schon wieder ein Stückchen, was man benutzen kann. Das wäre ganz cool so, ne? Und dann müsste man hier halt noch so ein bisschen weiter aufgraben. Aber das sollte ja jetzt so auch erstmal nicht das Problem sein. Dann hätte man hier das Stück auch schon mal wieder so weit frei, dass man das benutzen kann. So. So. Oh, es ist so übertrieben. Aber egal. Das macht mir überhaupt nichts. So, dann wird es hier rumgehen. Genau, hier vorne war dann der Platz, wo wir... Genau, wo wir aufgraben wollten. Macht uns die Sache jetzt gerade nicht einfacher. Aber egal. Einfach mal noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Komm mal her, Wuffi. Sitz. So, dass man dann sagt, man fängt dann irgendwie hier so an. Dann hier das Ding noch so komplett raus.
So. Das hier muss dann ja eh komplett weg. Das muss ja eh komplett weg. So. Das hier muss ja auch komplett noch weg. Erstmal so wegmachen. Genau, dann graben wir hier mal noch so ein bisschen rein. Und dann auch da mal noch so ein bisschen rein. Und dann so noch mal den noch weg. So. Und dann fangen wir hier vorne auch noch an. Ein bisschen Breite müssen wir jetzt hier auch noch reinkriegen. Weil es sieht dann nicht unbedingt naturbelassen aus, aber es ist mir, wenn ich jetzt gerade ehrlich sein soll, relativ bums. Erstmal geht es jetzt darum, dass wir hier unser Ding benutzen. So, genau, dann machen wir die beiden jetzt hier noch weg. Erstmal nichts zu suchen, erstmal nur so. Genau. Und dann könnte man ja hier vom Prinzip her mal noch so ein kleines bisschen reingraben. So. Dann sieht es halt nicht ganz so Bullshit-technisch aus. Dann einen dahin. Einen dahin. So, genau, da noch einen hin. Weil es so schön ist. Hin. So. Dann haben wir das jetzt ja auch schon mal für uns geklärt. Top. Ich finde, das sieht auch gar nicht so scheiße aus. Ich meine, gut, schön ist es jetzt nicht, aber auch nicht so richtig übel scheiße.
komm. Oh, da könnte man dann nämlich hier noch halt komplett weitermachen. Gucken wir jetzt mal, welche Ebene haben wir denn hier? Oh Gott, Alter, hier ist 66 auf die Ebene. Wobei, so ein Leuchtturm könnte man ja vom Prinzip her auch was höher setzen. Da muss ich mir noch eine Sch muss ich mir noch eine Schaffarm zurecht machen mit Wolle, damit wir genug Wolle haben. Dann könnte man vom Prinzip her sagen, dass man sich hier, wenn wir dann jetzt hier so den Sand weg machen und noch ein bisschen Erde dahin, das war natürlich jetzt wieder sehr intelligent. Dass man dann hier mal noch so ein bisschen Erde hinsetzt. So, oh. Ja, komm raus da. So, dass man sich das dann hier halt so ein bisschen rundlicher gestaltet. Irgendwie so. Das ist aber halt alles noch weit entfernt. Und hier kommt dann quasi so ein Leuchtturm drauf. Müssen wir auf jeden Fall noch bearbeiten hier die Fläche. Das sollte jetzt erstmal so nicht das Problem sein. Leuchten wir uns auf jeden Fall erstmal hier oben so ein bisschen aus. So. Jo, hier dann das Leuchttürmelein drauf. Und dann geht's halt da hinten weiter. Home Freebuild. So, die beiden können da rein. Das kann da rein. Das kann da rein, der eine geht da rein und Goodies. Habe ich hier Schafe drin? Ja, eins. Eins Schaf. Eins Schaf ist ein bisschen wenig. Aber das kann man irgendwann dann noch machen, das ist nicht so wild gerade. Ja, auf jeden Fall ist das, wo ich, ist das der Plan, wo es hingehen soll. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen warten, bis dann mal Tag ist und bei meinem Glück wird das nie passieren. Das ist auf jeden Fall das, was ich gerne so möchte. Da hinten soll es dann halt noch weitergehen, dass wir das Ding schon relativ groß kriegen. Ja, und schon wieder daneben.
Ich würde das halt schon gerne. Kacke. So, ja gut, da kann man dann reinlügen können, das ist auch doof. Ich würde es halt dann schon ganz gerne so machen. Dass wir dann hier die Insel noch anpassen und da vorne, da müssen wir noch einpacken und gucken, wie es weitergeht. Dann müssen wir das dann noch komplett einpacken und da hinten rum und alles noch auf die richtige Ebene. Ja, kriegen wir schon hin. Projekt soll ja nicht in 2, 3 Tagen vorbei sein. Ja, gut, dann mache ich jetzt auch erstmal wieder Schluss. Heute gleich mal ins Bettchen. Ich muss noch ein bisschen schlafen. Wir haben jetzt 3:30 Uhr morgens. Ich denke, sollte reichen. Ja, gut, Mädels, dann haut da mal rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.